Ich 12 Leute, ja. 12 Leute für 2 Toiletten. Easy. Läuft doch, ja. Müssen sie einfach Pläne machen, wie Sheldon Cooper. Einfach mal Pläne machen, wann wer aufs Klo geht. Ich hoffe, ich habe mir gesagt, dass ich auf Twitch bin. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich habe jetzt übrigens mehrere Entwicklerstudios angeschrieben, damit ich vielleicht mal eine Preview-Version bekomme. Hallo Nightblair! Du, auf dich habe ich gewartet. Du kannst jetzt die Emote spammen. Ja, ich habe extra ein Emote hinterlegt. Oh. Ich habe extra Emotes hinterlegt. Go, go, spammen. Spam die Emotes voll. Auf der liest den Kram auch. So, es ist wieder Nacht. Nacht bedeutet, ich schaue mir wieder. Oh. Okay, also das wird hier tatsächlich immer mehr. Das wird hier immer mehr. Aber, haha, Moment. Apropos Druck. Apropos Druck. Das ist ja gar kein Problem. Der Carbon Skinner nimmt ja einfach CO2 raus, während die Coal Generators CO2 produzieren. Das heißt, ich dürfte mit dem Druck kein Problem haben. Außerdem träumt ihr hier vom Essen. Ey, genau, ich wollte nur sagen, ich habe ein paar Entwicklerstudios jetzt angeschrieben, damit ich vielleicht mal irgendwann eine Pre-Release-Version von irgendwas bekomme. Aber ich habe schon lauter Absagen bekommen. Das ist sehr frustrierend, ja. Ich hätte nicht die notwendige Marketing-Range. So frustrierend, echt. Aber ich komme mit dem Spiel auch erstmal klar. Ja, kann ich mir denken. Ich habe tatsächlich auch schon mal überlegt, ob ich nicht ein Sims-Let's Play mache. Ich habe Sims 4 auch hier. Aber wenn ich mir die ganzen Dinger dazu kaufen muss, die ganzen Expansion Packs, bin ich erstmal ein halbes Vermögen los. Okay, hier sind wir jetzt hier noch Hydrogen. Und hier wahrscheinlich. Okay, was machen denn eigentlich meine Fuzzis alle? Picked up Muckroot. 20.000 Bakterien. Scheiße. Ist irgendwie nicht so cool. Das Wasser hier wird auch leer. Könnt ihr vielleicht jetzt bitte mal den Kram hier bauen? Was ist denn los? Wieso bauen die denn das nicht? Sind die alle beschäftigt? Ich hoffe, dass das Research-Kram bald fertig ist. Da kann ich zumindest Wasser erhitzen. Ich hoffe, da oben gibt es keinen kurzen, wenn da das Gas ist. Die machen irgendwie nicht das. Die machen irgendwie hier nicht mehr weiter. Ja. Ich würde ganz gern hier pneumatische Türen bauen. Go, go. Vielleicht muss ich einfach mal ein bisschen Gas geben. Essen ist halt auch echt. Makrot 1, Maschrei 10. Ja. Gott sei Dank habe ich so viel Erde. Ja, so viel Dreck. Ich habe 118 Tonnen Dreck. Also mit 118 Tonnen Dreck dürfte ich ein bisschen hinkommen. Die Frage ist, kann ich denn irgendwas im Forschungsbaum noch machen, mit dem ich Essen krieg? Wahrscheinlich hier oben, vermute ich mal. Agriculture, Animal Control. Polymermäßig. Das weiß ich auch noch nicht, was ich damit machen kann. Protect circuits from overloading by increasing or decreasing power flow. Oh. Okay. Okay. Verstehe, das ist bald fertig. Mein Stress ist runtergegangen, wobei Kefir ist ein bisschen genervt. Warum ist Kefir genervt? Holding Breath. Ja, okay, der ist wieder unten irgendwo gewesen. Research complete. Okay, das heißt, ich lasse die jetzt mal einfach laufen. Ich würde jetzt da nicht eingreifen wollen. Nightblair! Du hast immer noch keine Emotes gespammt. Go! Weiß wahrscheinlich nicht, wie der Emote geht. Moment. Warte mal. Baumi cool. Geht das? Scheiße, ich bin zu dumm dafür. Ich kann nicht mal meine eigenen Emotes spammen. Vielleicht sind die noch gar nicht freigegeben. Kann auch sein. Ich sehe die auch gar nicht in der Liste. So ein Dreck. So ein Dreck. Oh Mann, meine Lichter. Ja, meine Lichter sind jetzt mittlerweile von da oben hier runtergewandert. Mein Gott. Okay, gut. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Wir müssen jetzt noch ein bisschen moppen. Los, einmal moppen.
Okay, Feed. Ja. Okay, jetzt geht aber hier zumindest ein bisschen was weiter. Deswegen würde ich jetzt mal nicht forschen. Meine Batterien sind voll. Habe ich denn... Wie viel Loss habe ich denn pro Tag? Power Usage. Ich habe keine Power wasted. Heute habe ich 6,5 Kilojoule wasted. Wobei ich da wieder Strom verbrauche. Also würde ich mir jetzt keine Gedanken machen momentan. Das ist so cool. Man sieht hier sogar die Leitungen, die hinter den Teils liegen. Seht ihr das Wasser? Man sieht das hier sogar durchfließen. Mann. Wahrscheinlich muss ich mich erstmal selbst abonnieren, dass ich meine Emotes nehmen kann. Mann. Ich finde, die sind total... Oh Mann, wieso nicht? Scheiße, habe ich das nicht gespeichert? Moment, ich muss mal kurz gucken. Das ist wichtig, das ist wichtig. Die Emotes sehen voll cool aus, finde ich. hier, Emoticons. Abonnent, genau. Ah, Pending. Okay, die haben es noch nicht freigeschalten. Sorry, die haben es noch nicht freigeschalten. Hallo, Pit Possum. Oh, jetzt wird sie richtig voll hier. Cool. Für einen Mittwochstream. Geht ab. Ja, das war jetzt suboptimal, wird ja nicht hochkommen. Richtig, das ist der gleiche Entwickler wie Don't Starve. Aber mit Don't Starve bin ich irgendwie nicht zurechtgekommen. Das ist irgendwie so langwierig. So unfassbar langwierig. Deswegen bin ich da irgendwie nicht mehr... Habe ich mir irgendwie nicht so reingezogen wie das hier. Aber das finde ich jetzt tatsächlich... Tatsächlich sehr, sehr interessant. So, ich wollte jetzt nochmal schauen, was meine, wo sind meine Pflanzen? Die sind irgendwo hier drin. Moment, ich würde mal brauchen, wie viel Temperatur haben wir denn eigentlich hier drin? Wir haben schon 25 Grad und jetzt schon 30 Grad. Oh shit, muss ich mich um die Temperatur auch kümmern? Oh, shit. Shit. Also die Emotes sind leider noch nicht freigegeben von Twitch. Wahrscheinlich müssen die gucken, ob da keine Pimmelbilder dabei sind oder sowas. Vermute ich jetzt mal. Das ist der einzige Grund. Ihr wisst ja, wie manche Leute sind. So, aber ich muss irgendwie... Ich muss dann irgendwie... Oh Gott, Thermo-Aquatuner. Cool, ist der Lüge pile through it. But outputs heat in its immediate windshield. Warms, large bodies of liquid. Okay. Jahreszeiten hier? Nee. Wie kriege ich denn die Temperatur gebacken? Oh, das ist so geiler Physik-Simulator. Mann. Ich wollte hier eigentlich nicht weitermachen. Ja, ich habe hier... Temperature Modulation. Ich muss es machen. Ich muss es machen. Scheiße. Ich muss weiterforschen. Ich muss auch mein Wasser im Blick behalten. Breathable? Warum? Es läuft. Mehr schlecht als schlecht. Wir hatten vorher ziemlich viele Klo-Unfälle hier in der Kolonie. Aber es lag wohl daran, weil die irgendwo ein Ding abgerissen hatten. So, was haben wir hier drin? 2500 Druck. Okay, hier ist alles in Ordnung. Skill Increase. Ey, die müssen schon so hohe Skills haben. Das ist eigentlich... Hier, pass mal auf. Ich habe Mealwood Seed und Blossom Seeds. Bristle Blossom. Kann ich das anschauen? Nein. Ginger Pepper, Briar Seed. Okay, das ist alles da drin. Ganz toll. Bringt mir jetzt nicht wirklich was. Ah, sehr schön. Die sind fertig. Okay, das heißt, ich brauche nur Strom. Ba-ba-ba-ba. Und ich hoffe, komm schon. Niesbett, mach das bitte gleich. Wie dir durchläuft. Ich muss das echt mal laufen lassen. Ich hoffe dann wirklich, dass ich das CO2 ein bisschen wegkriegt. Hier ist auch noch genügend Platz. Ich könnte es ja im Worst Case hier noch ein bisschen größer machen. Im Worst Case. Aber hier wird es auch warm. Wenn es da auch warm wird. Oh Mann. Oh Mann. So, was wollte ich machen? Konzentrieren. Fokus. Ich muss mich kümmern, dass das hier läuft. Okay. Damit wird es CO2 weniger. Den Electrolyser produces Oxygen and Hydrogen using water. Der Electrolyser ist es. Der ist es, der Hydrogen produziert. Ah. Richtig. Wasser, H2O, wird O2 und
Hydrogen, also Sauerstoff und Wasserstoff. Okay. Klingt fair. Klingt definitiv fair. So, und was ist jetzt hier los? Wir brauchen ein Filtermedium. Muss ich auswählen. Was haben wir denn für ein Filter? Oh Gott, wo ist denn das Filtermedium? Wir haben Sand. Okay. Ach so, ich muss auswählen, was ich filtern möchte. Polluted Water. Oder? Oder? Nee, Water. Input? Nein, Output All. Moment. Input, Polluted Water. Okay. Polluted Water? Ja, das ist die gleiche Kolonie. Das ist tatsächlich die gleiche Kolonie. Wir haben auch nicht so viel anders gemacht. Denke ich. Da ein bisschen Räume gebaut und hier ein bisschen Klo gebaut. Und hier jede Menge Wasserstoff angesammelt. Ich hoffe, mir fliegt es nicht um die Ohren. Fuck. Aber es ist tatsächlich die gleiche Kolonie. Also hier haben wir 29 Grad. Hier haben wir 30 Grad. Natürlich, klar. Erzeugt natürlich Wärme. Hier wird es ziemlich warm. Das heißt, ich brauche hier Lüfter. Wir müssen erstmal Building broken. Was? Warum? Nicht so toll. Ich glaube, das Eigenterrarium kann ich jetzt halt auch mal weglassen. Langsam, aber sicher. Die Sink ist kaputt gegangen. Das heißt, die muss wieder moppen. Ich muss wieder moppen. Mop. Hier, Mop. Mach den Mop. Hier ist ein Mop. Weil das Mop ist da. Mop. Also, ich verstehe das gar nicht, ja? Es reicht doch. Ich meine, ich habe 11 Leute. Glaube ich. Und Next Duplikant in 2,1 Tagen. Habe ich den letzten schon angenommen? Ich glaube schon, da habe ich 12 Leute. habe ich 12 Leute, ja. 12 Leute für 2 Toiletten. Easy. Läuft doch, ja. Müssen sie einfach Pläne machen, wie Sheldon Cooper. Einfach mal Pläne machen, wann wer aufs Klo geht. Insufficient Oxygen. Oh, fuck. Oh, shit. Okay, die produzieren natürlich auch Hitze, die Algen-Deodorizer. Ich muss mir jetzt kümmern, dass ich irgendeinen Wasserkreislauf habe. Ich muss irgendwie einen Wasserkreislauf zusammenkriegen. Aber ich muss das erstmal leer kriegen. Oh, fuck. Wie sieht's aus? Macht der jetzt? Arbeitet der? Abendskimmer? Arbeitet der? Sehe ich das irgendwo, ob der arbeitet? Ah, hier ist kein Wasser. Ja, das ist natürlich nicht so prima, wie ich das hier mache. Ich muss natürlich das Wasser selbstverständlich rüberleiten. Hier. Und ich muss es vielleicht auch, pass mal auf Deconstruct, ich würde vielleicht das hier einfach mal abbrechen. So. Genau. Macht Sinn, denke ich. Macht Sinn. Du lebst noch. Bob lebt noch. Oder? Nein, Bob lebt nicht mehr. Oh, Bob ist gestorben. Ja, Bob ist gestorben. Bob hat sich im Wasser ertränkt. Ich habe keine Leiter gebaut. Es tut mir leid. Fuck. Oh, shit. Fuck. Oh, was ist hier passiert? Ah, okay. Moment, das müssen wir noch wegdicken. Dick. Das müssen wir dann irgendwie sweepen. Ich brauche noch einen Lagerraum. Ja, das habe ich schon gesehen. Das habe ich schon in anderen Kolonien auch schon gesehen. Dass man es quasi immer so stufenweise hochbaut mit einem Loch in der Mitte. Aber bei mir ist es auch gar nicht so dumm. Weil eigentlich, wenn irgendwas passiert. Ich meine, hier läuft es darunter. Okay, das ist blöd. Aber alles, was hier passiert irgendwie mit Wasser, läuft genau hier unten rein. So, jetzt Liquid Pipe. Läuft das jetzt endlich? Wasser, Pumpen, dadurch. Bitte zeig mir, dass es funktioniert. Input. Mit Filter. Muss ich das da reinpacken? Filter Liquid Polluted Water. Muss ich das... Richtig.
Wie funktioniert das? Das ist doch Output, oder? Shit, wie funktioniert das? Kann mir das jemand sagen? Es läuft nämlich nicht. Ich sehe doch das richtig, oder? Das kontaminierte Wasser. Polluted Water geht rein. Ich filter das hier aus. Filter Liquid Output, Polluted Water. Ach, ich muss das irgendwo hinleiten. Ah, Filter Liquid Output. Ah, natürlich. Ich Idiot. Ich muss es natürlich auch irgendwie wieder hin. Oh Mann. Okay, das heißt. Scheiß auf den Raumdeko. So, wir packen es hier hin. Okay, jetzt müsste es aber funktionieren. Klar, ich dachte mir, der filtert es einfach und dann ist es weg. Ja, das klappt natürlich so nicht. Da ist der Wunschvater des Gedanken gewesen. Wir brauchen einen Lagerraum. Unser Lager wird langsam voll. Wobei, eigentlich nicht. In der Mitte brauche ich noch ein Rohr. Ich brauche in der Mitte noch ein Rohr. Ach so, ja, das habe ich ja gemacht. Ich bin ja ein bisschen voraus. So, was kann ich damit machen? Use sand to filter polluted water. Damit kann ich also Wasser filtern. Das heißt, ich bekomme da polluted dirt raus. Das heißt, Filtermedium 1000 Gramm. Sand. Sand habe ich genug. Okay, das heißt, ich würde das tatsächlich hier runterleiten. Funktioniert das jetzt? Ja! Es funktioniert! Es funktioniert! Oh! Ist das geil! Oh, ist das cool! Es funktioniert! Oh mein Gott! Und er arbeitet jetzt auch! Oh! Super geil! Super geil! Oh Mann! Okay, und jetzt muss ich mich mal um die Hitze hier kümmern. Hier wird es echt immer wärmer. Oh fuck! Hier, wo ist es denn? Hydrofan wahrscheinlich. Dissipates a small amount of heat. Heat minus 80. Hydrofan. Ich würde sagen, hier in der Mitte, ja, aber hier wird am meisten Hitze gedingst. Echt am meisten Hitze und das ist langsam Max Gas Pressure. Ja, ist ja gut zur Lösung. Hydrofan? Brauchst wahrscheinlich nur Strom. Hydrofan braucht keinen Strom? Wie? Hydrofan braucht keinen Strom. Er braucht Wasser? Wie, die braucht Wasser? Zitoex ist auch da! Oh, was ist denn los heute? Mittwoch, voll cool. Ich hab, der Bob war echt cool. Du kannst auch einen neuen Bob haben, kein Problem. Wir haben noch ein paar übrig. Das war wirklich nicht meine Absicht. Ich hab's hier oben zu spät gesehen, hab runtergeklickt und er war schon down. I'm sorry. Oh, das ist cool. Das ist, wisst ihr was das ist? Das ist genau der gleiche Effekt wie ein Factorio. Ja, man freut sich unglaublich, wenn das auf einmal funktioniert. Und man weiß gar nicht warum. Das ist so cool. Oh mein Gott. Okay, also konzentrieren. Das heißt, wir haben jetzt zumindest mal den Carbon Skimmer, der hier das CO2 irgendwie entfernt. Ja, damit die nicht immer da durchlaufen müssen. Weil das wird halt echt immer mehr. So, dann habe ich den Hydrofan. Der Hydrofan kühlt. Der kühlt. Kann ich nicht irgendwie... Ich glaube, ich muss weiter forschen, oder? Lass mich raten. Thermoregulator, oder? Booster Gas. But outputs Heat. Thermoswitch. Ja, Moment. Habe ich nichts, um irgendwie zu... Habe ich denn nichts, um das irgendwie... Muss ich da immer Wasser reintun? Ja, das hat auch nichts gebracht, weil als ich hingeklickt habe, war er schon down. Aber trotzdem, warum habe ich nichts? Pass auf, wir machen das jetzt so. Ich werde jetzt erstmal nichts machen, wir schauen jetzt erst, dass wir das in den Griff kriegen. Ich muss hier erst einen vernünftigen Kreislauf haben. Und...
Kreislauf bedeutet auch, ich brauche einen zweiten Wassertank. Also einen dritten sozusagen. Denn ich muss ja meine verkeimte Kacke, hätte ich mal gesagt, mein verkeimtes Wasser. Nee, mein verkeimtes Wasser hier. Muss ich wieder hier reinleiten. Gewärmt. Das heißt, ich brauche Moment, ich kann es ja auch hier wieder reinleiten. Ist ja auch kein Problem. Richtig. Ich kann das ja hier auch reinleiten. Da brauche ich aber noch einen dritten Wasserkreislauf. Das heißt. Das heißt. Einen dritten Wasserkreislauf. Das heißt, die kann man jetzt drehen, oder? Liquid-Dinger. Kann man jetzt drehen? Kann man die jetzt drehen? Oder sag mir, dass ich die jetzt drehen kann. Kann ich die jetzt drehen? Oh, to rotate. Okay, die kann ich drehen. Das heißt, ich könnte das Wasser dann erwärmen. Also ich möchte es jetzt erstmal rauspumpen, ja? Das ist jetzt mein erstes Thema. Das ist jetzt mein erstes Thema. So. Hier Wasser auspumpen. Das Wasser hier reinleiten. Dann sich darum kümmern, dass das Wasser, wenn das ausgepumpt ist, hier runterläuft. So. Das bedeutet, dass ich das Wasser dann hier anschließen muss. Die Frage ist nur, ob das hier irgendwie runterläuft. Ob ich da genügend Wasser habe. Naja, was soll's. Wird schon funktionieren. Circuit Overload. Circuit Overload. Circuit Overload bedeutet, ich muss trotzdem forschen. Weil. Hier, Power Transformer. Fuck. Wollte ich eins nicht machen. Mann, es ist so krass. Ich bin so damit beschäftigt, ihn im Leben zu halten, dass ich nicht da reinkomme. Ich würde gerne hier weitergehen. Ich würde hier einfach mal ein bisschen. Chlor und Zeugs und hier überhaupt und Polluted Oxygen und hast du nicht gesehen? Ich würde da gerne mal hin. Aber irgendwie cool, dass du jetzt Audio hast. Sehr cool. Okay, die lasse ich noch fertig bauen. Das können wir auch noch. Moment. Slime hat Keime? Slime hat Keime. Oh, Slime hat Keime. Eigentlich nicht so weit. Alle leben noch. Ich brauche einen weiteren Lagerraum. Ja, ich brauche einen weiteren Lagerraum. Ich brauche eigentlich... Ah, fuck. Wie mache ich denn das am blödsten? Das ist natürlich irgendwie suboptimal, ja? Wobei, es ist eigentlich nicht suboptimal. Wieso kommt der... Muss ich den Hydrofan... Sag mir bitte, dass ich Hydrofan anschließen muss. Irgendwie an die Pipe. Nein. Wir müssen den tatsächlich manuell hintragen. Wir müssen den manuell mit Wasser befüllen. Gibt es denn da keine andere Möglichkeit? Was das? Who is the liquid? Heat, heat. All diseases. Ja, ja, ja. Hydrophone, minus heat, minus heat. Gibt es denn irgendwas, was Hitze reduziert? Ich meine, die produziert alles Hitze. Ich meine, es hat auch seine Vorteile. Das bedeutet, ich kann mich in irgendein Gebiet vorgraben, wo es kühler ist. Aha, hier ist überall warm. Fuck, hier oben ist es kühler. Hier oben wird es kühler. Das heißt, ich könnte mich da irgendwie hochgraben. Um die Hitze. Aber das ändert nichts daran, dass mitten in meiner Kolonie immer noch Hitze ist. Wirklich? Die müssen den auch noch manuell bedienen? Ach du Scheiße. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Oh, heilige Mama. Das ist ja super ätzend. Das ist ja super ätzend. Ach, Mann. Ich kann doch nicht. Aber es wird kühler. Schon 42 Grad hier. Beim Electrolyser. Heat Production. Ja, ist ja gut. Overheat Temperature 75 Grad. Alles gut. Oh, fuck. Also, das wäre echt cool gewesen. Wasserverarbeitungsmaschine, ja. So ungefähr. Okay, pass auf. Ich mache hier Teil. Thermally Reactive gibt Hitze ab. Reactive to Reactive. Decor Overheat. Was ist das? Granit. 30.000 Granit.
Okay. Das heißt, ich brauche hier eine Manual Airlock. Hätte ich da gerne. In einem Eisbiom. In einem Eisbiom? Es gibt Eisbiom. Mann! Ich sehe hier! Das ist. Wisst ihr, das ist so, wie wenn ein Alien landen würde bei uns auf dem Planeten, ja, und genau landen würde irgendwo auf Madagaskar, ja. Man sieht nur einen kleinen Fleck, es ist eine Insel außenrum Wasser und man sieht nichts, ja. Und das Alien denkt sich, Mann, ey. So kleine Welt. Eisbiom, sagst du zu mir. Eisbiom. Wie sieht's nach Eis aus? Minus 21 Grad. Da muss ich aber hier durch. Da muss ich hier durch. Das weiß ich nicht, ob die unendlich ist. Das weiß ich nicht, ob die unendlich ist. Wenn ich das angrabe, ist Hydrogen, dann geht das hier so rauf, oder? Hoffe ich. Oh, apropos Hydrogen. Das ist nämlich auch ein Thema. Da muss ich mich jetzt auch drum kümmern. Hydrogen. Wo ist der? Wo ist der? Oxygen? Ne, wo ist der? Nullifies polluted oxygen. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Power? Hydrogen Generator. Yay, Hydrogen Generator, okay. Das heißt, pass mal auf. Nehmen wir jetzt Hydrogen Gas into Electric Power. Electric Power! Macht es Sinn, es hier reinzufacken? Wasserverdunstung. Ja, das würde entfernt werden, dann würde er explodieren. So, okay, pass auf. I try something. Pack das jetzt mal dahin. Popper Ohr. Popper haben wir immer noch nicht genügend. Fuck. Aber ich habe das Gefühl, dass es hier langsam nicht mehr ganz so stickig wird. Die Frage ist, 300 Gramm pro Sekunde, ja? Und der stößt aus 11 Gramm. Oh, dann müsste ja hier funktionieren. Und hier ist überall Sauerstoff. Okay. Das heißt, ich packe hier den Hydrogen Generator.